Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf dem Black Bros Kanal. Und ich habe mir mal wieder was ganz Besonderes überlegt, Leute. Was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und zwar prank ich den lieben Michel. Deswegen dachte ich mir einfach, weil er so ein frecher Typ ist, werde ich auch mal frech und poste seine Nummer auf Snapchat. Und zwar ist der Michel bei Serkan und Habib. Und ich habe Habib schon involviert in die ganze Sache. So, Freunde der Sonne, der Habib schreibt mir die ganze Zeit, ey, ich tue so, als würde ich einen Vlog drehen, ich bin schon bereit und so. Das heißt, wir werden seine Reaktion gleich haben und ich glaube, der wird mich von A bis Z beleidigen und ziemlich ausrasten. Aber das ist mir scheißegal, Leute. Scheiß drauf, der soll ruhig ausrasten, der soll rumheulen, ist mir egal. Auf jeden Fall, Michel, Junge, leg dich einfach nicht mit mir an. Leute, ey, ich habe die Nummer hier einfach auf Snapchat schon eingegeben. Und ich muss sie jetzt nur noch posten, dann ist sie online. Und ey, Michel, Digga, Junge, nicht mit mir. Jetzt veröffentlichen. Alles ist zu spät. Michel, deine Nummer ist jetzt online. Wow, Junge, Junge, Junge. Jetzt mal gucken, wie er reagieren wird. Auf jeden Fall schalten wir jetzt mal rüber zu Habib und Michel. Ah, der nimmt mich hoch. Was denn? Dann gib meine Nummer. Wer? Warte. Der hat meine Nummer gepostet. Ja, ja. Der hat meine Nummer gepostet. Was hat der? Was hat der gemacht? Der hat meine Nummer gepostet. Als ob. Ich schwöre. Der hat den doch nicht gepostet. Nee. Meine Nummer geht halt krass rum. Der hat ihn gesehen bei Snapchat. Doch, Snapchat. Alter, deine Nummer bei Snapchat gepostet? Mhm. Das ist keine Scheiße. Und Nathan, Alter, warum machst du eine Scheiße, Mann? Na, du kleiner das Wichser. Schlimme ist, die schreibt mir, Alter, Nathan, Nathan. Ich gehe sich aus dem Nachbarn. Die paar Pfeifen. Er ruft mich an. Hallo. Ja, ich würde sagen, du wurdest ne? Warum veröffentlichst du deine Nummer? Ich schwör auf alles, ich war das nicht mal. Ja, ich würde mal sagen, du hast Pech gehabt, Digga. So, Michel, was willst du dazu sagen? Sag was zur Kamera. Tempo will dir was dazu sagen, die ficken gerade mein Arsch. Ey, Nathan, sag mir einfach nur dein Ziel und deine Vision bei dieser Aktion. Bruder, das ist ein Prank. Ey, du bist ein Typ, Alter. Ich schwöre. Ey, Digga, ich glaube, ich muss deine Nummer jetzt demnächst jetzt hier an einem Plakat-Dings schreiben. Ja, Junge, wir plakatieren deine Nummer. Ja, Junge. Und egal, auch wenn du die änderst, Digga, wir überblenden das immer. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. So ein asozialer, Alter. Ey, kleine Wichser, Alter. Ey, Nathan, mein Handy klingelt Sturm, anonym Anrufe. Der ruft mich an, der schreibt mir, der schreibt mir. Hörst du mir? Digga, weil das Problem ist, ich kenne meine Nummer auswendig. Neue Nummer kriege ich nicht so schnell wieder. Ich würde sagen, du hast Pech gehabt, Digga. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Digga. Und ich würde jetzt sagen, nervig. Michel wurde erfolgreich geprankt. Seine Nummer wurde veröffentlicht. Junge, Michel, leg dich einfach nicht mit mir an, weil ich bin eh eine Hausnummer zu groß für dich. Wenn du mich prankst, ich prank dich doppelt und dreifach und zehnfach zurück. Das ist eine Ansage an Nathan, du kleiner Wichser. Wenn du nein, am besten ist, ich poste seine Nummer jetzt einfach. Ich schwör, wir machen einfach ein Dings da. Mach ein Firma. Ja, Digga. Er postet meine, ich poste seine Nummer, ist nicht so schwer. Mach ich höre. Ich mache jetzt. So Leute, ich habe jetzt Nathans Nummer bei Snapchat veröffentlicht, gerade eben. Ehrlich, Nathan, sei mal ehrlich, was dachtest du dir dabei? Hä? Sei ehrlich. Du postest meine Nummer, ich kann genau dasselbe tun. Ich kann genau dasselbe tun. Mal gucken, wie viel Spaß du damit hast, weil bei dir deine Nummer ändern dauert ein bisschen länger. Ich bin in der Stadt, ne? Viel Spaß, Bruder. So Leute, Michel hat sich an mich gerecht. Der hat auch meine Nummer gepostet. Oh, ich glaube, das regnet Krieg. Leute, wollt ihr einen richtig großen Krieg sehen, der nie wieder enden wird? Nie wieder? Ich habe das Video eigentlich schon abgeschlossen gehabt, bis ich gerade eben nur noch Nachrichten gesehen habe, Leute. Irgendwelche Leute schreiben mir die ganze Zeit hier. Ah, sieht man nicht. Die schreiben mir, die rufen mich an. Ey, guck, schon wieder ein Anruf. Du willst Krieg, Michel? Du kriegst Krieg. Warte ab. Nächstes Video wird auf jeden Fall komplette Zerstörung von dir sein, glaube ich. Du willst es so. Was soll ich machen, Bruder? Wenn du es willst, dann mach ich das gerne so. Digga, der will sehen, was er davon hat. Das ist aber erst der Anfang. Nummer posten ist noch nichts. Nummer kannst du direkt wechseln. Ja, aber ich werde für heftige Sachen was sprechen, Leute. Macht euch darum mal keine Sorgen. Der wird auf jeden Fall sehen, was er davon hat. Michel, du schießt gerade gegen den Falschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach. Warte ab. Boom.